Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD2. Mit dem guten Irage zusammen machen wir wieder Ranglistenmodus. Wir bleiben bei der Kingsguard Fiesta Combo, allerdings bin ich diesmal dran. Yay! Welcome to Nova. Okay, was haben wir hier? Masken sind schon mal Kacke. So, wir könnten fürs Early Game die nehmen. Könnten wir machen. Und dann später noch mal gucken, ob wir rollen. Wir machen das erstmal so. Okay. Ich werde starten mit einer Wurzelqualle. Bienchen dazu. Sollte an sich ausreichen. Kurze Qualle hält übelst viel aus. Oh, das war knapp. Na, wie sieht's aus? War knapp. Die Biene hätte ich vielleicht gar nicht gebraucht. Naja. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was mein Gegner hat. Eine Blume. Ich würde einfach hier drüben noch mal. Ja, noch. Nee, wir haben die Blumen. Ich könnte. Einfach noch mal ein paar Bienchen hinsetzen. Also die Öffnung habe ich auch noch gar nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert mit Fiesta, aber wir werden es gleich sehen. Ja, sieht ganz gut aus. Die müssen nur die Wurzelqualle down kriegen. Schaffen sie nicht. Holy shit. Ein Eiersack. Ein Eiersack. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall verkacken. Davon bin ich überzeugt. Ich wollte nicht die Masken spielen, die sind da irgendwie nicht so gut. Ach du Scheiße. Auch noch ein Heal. Komm, Eiersack, kack ab. Das sieht gut aus. Ah, hochgeheilt. Ja, war doch ein bisschen viel. Wir könnten tatsächlich eine Blume hinplatzieren, aber ich möchte den Sturmjäger hinsetzen. Ja, jetzt ist der Eiersack ausgebrütet. Jetzt bringt mir das Ganze auch erstmal nichts. Ja, ich mache nicht Auto an. Das wird ihn nur abfacken. Das wollen wir nicht.
Oh, sieht gut aus. Ja, so ein paar. Finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Wir könnten einfach ihn aufwerten. Und fertig. So, ich mache weiter King. Durch die Hydra komme ich nicht durch. Vollkommen klar. Dagegen kann ich erstmal nichts machen. Der Groß ist schon mal weg. Joker reinhauen. Das sieht gut aus. Gutes Fiesta Play. Komm, den kleinen noch, den kriegst du noch. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Können wir tatsächlich einfach so ein Seepferdchen hin platzieren. Ich baue jetzt nicht noch eine Biene. Ja, wobei, sicher ist sicher, gerade bei den Steinhauern 100. Der hat aber auch schon ordentlich Worker gepusht. Er schickt mir jede Runde was mit. Drei Gold fehlen für was? Dann mach eine Schnecke. Scheiße. Okay. Den können wir nicht aufwerten, aber wir können noch einen hinstellen. Könnte auf 8 jetzt ein bisschen mit Dinos nerven. Er hat aber auch schon ganz schön abgekriegt, 140. Ich werde nicht alles durchkriegen. Das ist mir ein bisschen zu viel. Ich muss mehr hinstellen. Ich muss noch mehr hinstellen. Zumindest irgendwas, was noch mehr Schaden macht. Ihn, den Archer. Er hat noch einen Metzger hingestellt. Die kacken alle ab bei magischen Schaden. Den Archer auf jeden Fall hier hin. Noch eine Wurzelqualle. Nö. Ich werde noch eine Biene auf. Und ich könnte noch ein Robo reinschicken. Meine Turtle finde ich jetzt Quark. Die kackt sofort ab. Ich will auch nicht jedes Mal so viel durchlassen. Schon wieder ein Hermit. Na, jetzt kriegst du ordentlich auf die Fresse. Da guckst du,
Das sieht auch ganz gut aus bei mir. Ja, so will ich das sehen. Ja, sogar noch den letzten. Geil. So wollte ich das sehen. Ja, und jetzt kriege ich nochmal schön Kohle. Hätte schon längst noch die Rocker reinpacken sollen. Immer das gleiche mit mir. So, wir hauen die Blume rein. Und fertig. Was ist hier los? Nix. Ja, es passiert mir auch immer. Er hat ja nur natürliche Verteidigung. Also ich werde auf 11 was schicken. Bei ihm ist die 10, glaube ich, nicht schlecht. Er schickt aber auch immer weiter. Ich baue diese Runde ein bisschen mehr. Könnten ihn aufwerten. Ja. Den werte ich auf. Und dann schicke ich auf 11, ja, ein bisschen was rein. Okay, magischer Schaden ist dann doch schon da. Könnten auch auf 12 gehen. Zwölf ist, glaube ich, ein bisschen besser. Wir gehen auf 12. Ja. Abgewehrt, du Sack. Wir machen Kreditor. Um uns ein bisschen extra Kohle zu holen. Da kommen wir auf jeden Fall wieder nach oben. Ich bin ganz gut dabei. Aber die kriegen auch ganz schön Kohle dadurch, dass ich immer durchlasse. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, was schicken wir rein? Wir könnten Voreis gut gebrauchen. Oh, eine heilige Rächerin. Voreis auf jeden Fall. Können wir noch reinballern. Ja, an sich ist egal. Alles. Alles können wir reinballern. So, wir werten dich jetzt mal auf hier. Damit du uns schön upgradest. So, dann haben wir hier. Zack. Brauchen wir den nächsten hin. Ich roll mal, weil das wichtig ist. Ihn können wir wegmachen, den auch. Stattdessen packen wir die beiden rein. Komm. Seeschlangen mit rein. Was soll der Geiz? Ich habe die ganze Kohle ausgegeben. Scheiße.
Da habe ich gerade ganz kurz vergessen, dass ich Kreditor habe. Für einen Longsave war das aber eine Pleite. Shutdown Geld ist gut, aber so wirklich viel ist nicht rumgekommen. Wir könnten auf 15 könnten wir nochmal gehen. Wenn ich jetzt einen platziere, ja, haut das hin. Okay, da gibt es jetzt noch mal jetzt ein bisschen Geld. Wir könnten jetzt auf 14 oder auf 15 gehen. Ich glaube eher 15. Auf 15 ist gut für uns. Gut, ich werde das auch halten. Ich werde jetzt meine Wurzelquallen aufwerten. Ja, da war ein bisschen zu kämpfen, dadurch, dass nichts geschickt wurde. War es für ihn doch gar nicht so einfach. Komm, ich hau die Biene hier weg. Kann ich eine Wurzelqualle hinpacken. Und dann können wir ruhig noch ein Seepferdchen hier vorne hinstellen. Und dann können wir 15 wieder dick schicken. Mein magischer Schaden ist zwar da durch die Seepferdchen und die Blume, aber die kacken auch gut dadurch ab. Voreis muss auf jeden Fall rein. Ich habe zu viel Healing. Das müssen wir countern. Verkackt er etwa jetzt sogar schon? Weil wir haben lange gesammelt. Oh, sie wird mir die Leben noch da haben. Haben wir hier live schon verbraucht. So, wir werten auf jeden Fall die Seepferdchen auf, und zwar die, die um ihn drumherum sind, damit die mehr Schaden rauskriegen. Genauso machen wir das. 77, ärgerlich. Dann hau ich ihn rein. Vielleicht geht sogar noch eine Schnecke raus. Mal sehen. Könnte gerade so noch rauskommen. Aber jetzt werden die auch dick schicken. Jetzt müssen wir aufpassen. 760. Jetzt habe ich natürlich meine Einheiten ein bisschen zu weit vorne platziert, dass die Seeschlangen nicht wirklich arbeiten können. Aber die Wurzelquallen halten gut gegen. Also drüben ist die Frontline down. Das sieht ja gut aus. Oh, der große Sadeus ist weg. Hör mit weg. Komm schon, vor Eis weg. Ja. Alle weg. Krass. Ich habe alle gehalten. Wäre mir zwar fast lieber gewesen, wenn ich nicht gehalten hätte. Damit es mehr Gold gibt. Ja, wir hauen ein bisschen was raus.
Yes, my lord. Hi ho, hi ho. It's all the world we know. Das konnte ich gut locker nachrüsten. Wir müssen gucken, was haben die am wenigsten am Schaden. Wir könnten auf 17 nochmal schicken. Aber 18 wäre, glaube ich, gut für ihn. Magischer Schaden hat er die und das. Ich würde auf 18 gehen. Dass wir nochmal ein bisschen länger sammeln können. So, jetzt habe ich nämlich die bessere Verteidigungskraft. Die nutze ich aus. Und alles kann ich nicht unbedingt blocken, aber jetzt wehre ich das ein bisschen ab und habe jetzt den Vorteil. Weil ich ja zuerst Fiesta hatte und ordentlich durchgelassen habe, da hat er mich unterstützt und abgehalten und jetzt blocke ich alles. Also fast alles. Viel magischen Schaden, die 17 war wahrscheinlich auch nicht schlecht gewesen. Aber er kommt hier auf jeden Fall besser mit der 18 durch. Bei mir macht es nicht großen Unterschied. Den mit rein. Und dann könnten wir noch Hexen reinhauen auf jeden Fall. Das sieht gut aus für mich. Hier sieht es auch gut aus. Trotz, dass sie wieder fett geschickt haben, haben wir alles abgewehrt. Sehr schön. Jetzt rüsten wir mal richtig hier mit Healing auf. Kann man hier upgraden? Nein. Okay. Den brauche ich 185. Ich könnte die Biene verkaufen. Wir schicken Hexen rein. 3 Stück. Wir machen den richtig fertig. So. Die schicken 360. Und ich schicke 1320. Hohoho. Die werden so platt gemacht. Zack, 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 zack. Hier auch gut durchgekommen. Das könnte es sogar gewesen sein. 3 Hexen. 4 Hexen. 3 Voreis. Mirasch hat alles abgewehrt. Das war's. Geile Sache. Yeah! Perfekt! Das war eine weitere Runde Legion, TD2, Ranglistenmodus mit Kingsguard und Fiesta, diesmal umgekehrt. Schaut bei dem anderen Video noch vorbei, da haben wir das Ganze umgedreht. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.